Schwarz oder weiß? Welche Farbe gefällt dir besser? Lasst uns mit der allerbesten Sache anfangen. Shopping. Nein, nein, das ist nicht fair. Lass uns zuerst auslosen. Ich bedecke deine Augen und führe dich zu den Anziehsachen. Heiß? Heißer? Genau da. Weiß. Schau mal, wie cool das T-Shirt ist. Lass uns jetzt tauschen. So, so. Oh, das ist auch nicht schlecht. Ein modernes schwarzes Oberteil. Okay, wir haben also unsere Farben gewählt. Und jetzt kreieren wir ein ganzes einfarbiges Outfit. Ich brauche Jeans. Diese weiße Skinny Jeans ist super. Noch eine weiße Bluse. Und große Ohrringe. Oh, schneeweiße Sneaker. Die braucht man, weil der Sommer kommt. Das ist definitiv ein guter Tag für mich. Was macht das andere Mädchen? Sie sucht sich natürlich schwarze Anziehsachen aus. Diese schwarze Hose ist super. Und dann kommt noch dieser moderne schwarze Lederumhang. Die Mädels meinen es ernst. Mag denn nicht jeder seinen Schrank aufpeppen? Sollen wir zur Umkleide gehen? Tada! Großartig! Hier haben wir zwei kontrastreiche und moderne Looks. Schwarz und weiß. Lass uns umziehen. Wow, ihr seid echte Stylistinnen. Und jetzt wird es Zeit, etwas ernster zu werden. Lass uns zum Supermarkt gehen, um Lebensmittel einzukaufen. Der Job der Mädels ist es, den Einkaufswagen mit weißen und schwarzen Lebensmitteln zu füllen. Schau dir all diese Milchprodukte an. Mein Paradies. Eine Packung Hüttenkäse, etwas Joghurt. Der erste Schritt ist fertig. Gut, dass es auch ein paar Milchprodukte in schwarzen Verpackungen gibt. Zum Beispiel diesen Joghurt. Hervorragend. Den nehme ich. Und es gibt dann noch diese schwarzen Nudeln. Oh, Kohleneis. Es ist ein Modetrend und es ist perfekt für unsere Herausforderung. Weil es immer noch nicht viel schwarze Lebensmittel in diesem Einkaufswagen gibt. Das ist kein Problem mit dem weißen Essen. Hm, Raffaello, ich liebe sie. Na und? Ich habe auch etwas Gutes gefunden. Coca-Cola. Und ich antworte mit Kokosnussmilch. Und übrigens, ich habe Nudeln, aber meine sind weiß. Jetzt gehen wir in die Gemüseabteilung. Pilze. Es ist ein großartiger Fund für den weißen Einkaufswagen. Aber ich hatte Glück und habe eine Tüte Kerne gefunden, die schwarz sind, also passt es. Schlagsahne. Super, ich hab's. Lass uns mal sehen, was wir insgesamt haben. Nicht schlecht. Lass uns zahlen gehen. Weißes Make-up. Ungewöhnlich und frisch. Ein weißer Eyeliner-Stift wird mein neuer bester Freund. Ich umrande meine Augenbrauen und zeichne einen gebogenen Eyeliner. Milchiger Lidschatten. Ich sehe so zart aus. Der schwarze Make-up-Look sieht viel intensiver aus, vor allem auf ihren Lippen. Na und? Es ist für eine Herausforderung. Und schwarzer flüssiger Lippenstift ist perfekt. Und dunkler Lidschatten. Im Gothic-Stil. Ich glaube, es wird Zeit, deine hellen Haare gegen etwas dunklere zu tauschen. Schwarze Haare sind perfekt für deinen neuen Look. Deine Freundin hat ihre Frisur schon verändert. Die weißen Zöpfe stehen ihr super. Großartig. Jetzt arbeiten wir an deiner Frisur. Trenne eine Strähne an deiner Stirn ab und binde sie mit einem Gummi zu. Teile die Strähne in zwei Teile. Schiebe eine Strähne falsches schwarzes Haar durch. Flechte so einen Zopf. Wiederhole dasselbe auf der anderen Seite. Großartig! Und jetzt wird es Zeit, die neuen Outfits anzuziehen. 1, 2, 3! Wir sind wie Yin und Yang. Das ist cool. Die Rockerin und der Engel. Lass uns jetzt an unseren Zimmern arbeiten. Lass uns eine weiße Zone kreieren. Sie befindet sich um die weißen Regale herum. Fülle sie mit passenden Objekten. Das Licht ist perfekt. Gut, dass weiße Dekorationen im Moment modern sind. Es macht den Raum frisch. Bedecke das Sofa mit einer weißen Decke. Es sieht sehr bequem aus mit der weißen Leinwand. Sauber und geräumig. Nun gehen wir zur dunklen Seite. Du denkst, das ist dunkel? Es wird noch dunkler werden. Diese Decke ist sicherlich falsch. Stell einen dunklen Kaffeetisch raus und einen dunklen Blumentopf. Füge ein schwarzes Tropenblatt als Dekoration hinzu. Und dunkle Regale. Stelle deine Schuhe und Tasche auf die Regale, da sie auch schwarz sind. Stelle einen Kessel und andere passende Sachen drauf.
Willkommen bei der dunklen Seite. Du siehst hier wie ein weißer Fleck aus. Möchtest du einen Schokoriegel? Dunkle Schokolade? Nein, danke. Mal sehen, was du hast. Oh, so weiß, es blendet. Ja, und du bist in diesem Interieur wie eine schwarze Wolke. Weiße Toblerone? Nein, ich mag lieber schwarze Marsriegel. Man kann nicht die ganze Zeit nur Süßigkeiten essen. Lass uns etwas kochen. Lass uns in die Küche gehen. Wir haben viele Lebensmittel. Sollen wir also anfangen zu kochen? Ich bin gespannt, wer schneller ist. Da haben wir es. Ein bisschen schwarze Farbe. Und die Milch geht zur dunklen Seite. Schütte etwas Mehl in eine Schüssel. Füge die Milch hinzu. Mische alles. Und in der Zwischenzeit schneidet deine Freundin die Pilze. Und die Zwiebeln. Sie muss sie nur noch braten und sie werden lecker. Wir könnten etwas mehr schwarze Farbe gebrauchen. Lass uns etwas hinzufügen. Knete den Teig. Er ist so schwarz. Brate die Burgerbratlinge. Und füge Sahne hinzu. Mache ein schwarzes Brötchen. Setze es auf das Backblech. In der Zwischenzeit macht meine Freundin Nudeln. Stelle das Backblech in den Ofen. Warte ein bisschen und die Brötchen sind fertig. Nudeln sind perfekt für Sahnesoße mit Pilzen. Schneide etwas Mozzarella und stelle es auf den Teller mit den Nudeln. Wir benutzen die schwarzen Brötchen. Keine Sorge, halbiere sie. Benutze etwas Ketchup. Lege dir Bratlinge drauf. Noch ein Stück Käse. Ein dunkles Salatblatt. Eine Tomatenscheibe und setze die andere Brötchenhälfte drauf. Gut, der schwarze Burger ist fertig. Und ich habe einen fancy Milchshake mit Sahne und Kokoschips gemacht. Und ich habe Coca-Cola. Willst du mal probieren? Nudeln mit Pilzen sind lecker. Wer hätte das gedacht? Burger und Cola sind auch gut. Lass uns schwarze und weiße Getränke zu unserem einfarbigen Abendessen hinzufügen. Oh, wir sind so satt. Es wird Zeit, unsere Gäste zu treffen. Lass uns mit dem schwarzen Raum anfangen. Er ist ganz schwarz angezogen. Er hat sich an die Kleiderordnung gehalten. Und er ist mit einem kleinen Hamster gekommen. Er ist natürlich schwarz. Ah, oh, er ist so süß. Was passiert in der Zwischenzeit im weißen Raum? Dort ist ein echter Prinz. Ohne ein Pferd. Aber mit einem Hamster. Ein Weißer. Alles für die Herausforderung. Oh, er ist hübsch. Schau mal, wie schön die beiden Räume zusammen aussehen. Gegensätze ziehen sich an. Es ist so philosophisch. Im weißen Wohnzimmer trinken sie blasse Getränke. Und im dunklen trinken sie natürlich dunkle. Lass uns an einem gemeinsamen Tisch treffen. Wie wäre es mit einem Schokoladenfondue? Natürlich benutzen wir zwei Farben, weiß und schwarz. Hm, großartig. Schokoladenbedeckte Erdbeeren. Was könnte denn noch leckerer sein? Vor allem in einer Mischung aus den beiden Schokoladen. Himmlisch. Es wird langsam Zeit, sich zu verabschieden. Die Jungs gehen. Tschüss. Es ist Zeit, mit unseren neuen Haustieren zu spielen und ein paar süße Selfies zu machen. Und jetzt müssen wir uns um uns selbst kümmern. Wir fangen damit an, unsere Zähne zu putzen. Wir benutzen schwarze Kohlenzahnpasta. Ja, schwarze Zahnpasta für das hellste Lächeln. Und lass uns jetzt um unsere Haut kümmern. Eine Schlammmaske ist eine großartige Option. Perfekt für meinen neuen dunklen Stil. Und meine Freundin hat ihre eigenen Schönheitsrituale. Ihre Wahl ist eine normale Maske, welche Feuchtigkeit spendet und ihre empfindliche Haut beruhigt. Hm, wir sind so entspannt. Es sieht so aus, als würde die Herausforderung zu Ende gehen. Lass uns umziehen. Das war unvergesslich. Aber um ehrlich zu sein, könnte ich es nicht länger als 24 Stunden aushalten. Ich auch nicht. Aber wir haben es super hinbekommen, nicht wahr?
Hat dir unsere Herausforderung gefallen? Willst du es ausprobieren? Welche Farbe würdest du wählen, weiß oder schwarz? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Like dieses Video, abonniere unseren Kanal und klicke auf die Glocke, damit du keine neuen Herausforderungen für dich und deine Freunde mehr auf TomTom Select verpasst.